Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Herzlich willkommen zu einem weiteren bzw. einem neuen Video. Und ich habe mir letztes Mal so ein paar Gedanken gemacht tatsächlich, was so mein größtes Problem ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es Storytelling ist. Also wie man eine Geschichte erzählt, wie man generell eine Geschichte gut rüberbringt und so weiter. Und da ist einer meiner größten Punkte, dass ich da einfach nicht so gut drin bin. Es ist für mich immer noch ungewohnt, tatsächlich mit der Kamera hier zu reden, beziehungsweise mit generell einer Kamera einfach nur zu reden und nicht mit irgendwie einer realen Person. Das kann sich der ein oder andere wahrscheinlich vorstellen, der schon mal selber vor der Kamera saß, beziehungsweise mit einer Kamera einfach nur so gesprochen hat, wie ich das jetzt hier gerade mache. Ist tatsächlich ein komisches Gefühl und damit bin ich immer noch nicht so ganz warm. Ja, und da kommen wir zu dem Problem, was mein größtes Problem ist, und zwar, dass ich im Storytelling-Bereich, also eine Geschichte bzw. ein Video interessant zu machen, nur durch die Geschichte, die man erzählt und die man dann noch visuell richtig geil verpackt, da bin ich noch nicht so gut drin. Trotz alledem will ich euch mal eine Geschichte erzählen, denn zu dem Thema kam letztens eine Frage auf mich zu und ja, welche das ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar, warum mein Kanal 2000 Abonnenten hat, aber trotzdem so wenig Aufrufe auf den Videos. Und die Frage will ich heute einmal in dieser Story hier klären. Und zwar war das wie folgt. Ich habe 2014 tatsächlich diesen Kanal hier auf YouTube, glaube ich, eröffnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch seit 2015 dann regelmäßig damals Videos hochgeladen. Und das knapp anderthalb Jahre. Und über diese anderthalb Jahre sind natürlich auch Abonnenten auf meinen Kanal zugekommen, beziehungsweise einfach dazugewachsen. Und der Kanal im Großen und Ganzen ist gewachsen. Und dann habe ich damals einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar habe ich nach anderthalb Jahren kontinuierlichen Video-Upload einfach die Lust verloren. Also ich habe wirklich von 2015 bis, ich glaube, Mitte 2017 bzw. 2016 habe ich durchgehend Videos hochgeladen. Unter anderem auch mit Martin Flint, mit So geht's, also mit Marco zum Beispiel und mit anderen größeren YouTubern, die mir natürlich auch mehr Reichweite und so weiter generiert haben. Und es waren coole Zeiten, war cool und hat Spaß gemacht, einfach andere YouTuber kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten. Trotz alledem hatte ich dann irgendwann das Ziel vor Augen oder das Ziel, was ich vor Augen hatte, einfach verloren, was jetzt im Nachhinein echt ärgerlich ist. Ja, und über diese anderthalb Jahre hinweg sind natürlich immer mehr Abonnenten einfach auf den Kanal zugekommen und ich habe die Videos auch alle hochgeladen gelassen, sodass der Kanal über die Zeit, wo ich selbst nicht aktiv war, weiterhin gewachsen ist, beziehungsweise relativ gewachsen ist. Und jetzt, als ich vor einem halben Jahr oder ein bisschen mehr mittlerweile als einem halben Jahr mich dazu entschlossen habe, den Kanal von vorne anzufangen, habe ich einfach alle alten Videos gelöscht. Und zwar habe ich alle alten Videos gelöscht aus dem Grund, dass ich quasi einmal einen harten Cut haben wollte. Ich wollte einen Schnitt haben und einmal quasi komplett von vorne wieder anfangen. Und dadurch sieht es natürlich so aus, wie als wenn ich Abonnenten oder so gekauft hätte, könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen auf den einen oder anderen, da meine Videos keine hohen Klickzahlen haben, weil der Algorithmus zum Beispiel von YouTube einfach mich erstmal wieder als YouTuber, wie auch immer man es nennen will, hier erkennen muss. Und ja, das war im Nachhinein gesagt ein dummer Fehler von mir, eigentlich diese alten Videos zu löschen, denn einerseits waren sie qualitativ nicht so schlecht, wie ich es für mich immer empfunden habe. Und andererseits haben sie natürlich auch einfach dafür gesorgt, dass hier mehr Traffic auf dem Kanal ist. Sie haben einfach dafür gesorgt, dass Videos öfters geklickt werden, beziehungsweise die Videos, die schon länger online sind, auch schon öfters geklickt worden sind. Da waren zum Teil Videos mit mehreren tausend Klicks unter anderem dabei. Ja, und jetzt versuche ich natürlich aktuell wieder das Problem zu lösen, warum meine Videos so wenig Klicks haben, beziehungsweise den YouTube-Algorithmus dazu zu bringen, mich wieder mehr vorzuschlagen oder den Kanal vorzuschlagen. Also wenn ihr neu auf dem Kanal seid, beziehungsweise gerade irgendwie, warum auch immer, auf dieses Video hier gestoßen seid, gerne abonniert den Kanal und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das ist gut für den Algorithmus. Also so ein bisschen was habe ich in der letzten Zeit dann tatsächlich gelernt, und zwar, dass Storytelling beziehungsweise eine gute Bildqualität und ein guter Ton nicht immer das Nonplusultra ist. Es gehört schon ein bisschen mehr dazu, wenn man ein gutes Video haben möchte, und zwar viel, viel mehr, wie ich finde, mittlerweile. Und daran übe ich mich halt, indem ich daran arbeite, ja, eine bessere Geschichte einfach in jedem Video mit einzubauen. Oder ich versuche einfach generell eine Geschichte in die Videos mit einzubauen. Natürlich geht das nicht bei jeder Art und Weise von Videos. Man kann nicht in einem Review über ein Produkt, kann man nicht gerade eine super tolle Story mit einbauen. Beziehungsweise kann man schon, ist aber ein bisschen schwerer natürlich. Aber in vielen, vielen Videos versuche ich auf jeden Fall in der Zukunft
ein bisschen den Mehrwert, was das Geschichtliche bzw. den Hintergrund bzw. die Erzählung einfach angeht, mit einzubauen. Natürlich ist der qualitative Anspruch, den ich an mich selber habe, also dass ich hochqualitative Videos nur noch auf dem Kanal hochlade, auch noch gegeben. Ich versuche immer besser zu werden in der Qualität bzw. in den Videos. Da seht ihr, dass ich zum Beispiel in den letzten zwei Videos immer einen K&F Concept Promise Filter mitgenutzt habe, um einfach mal auszuprobieren, wie das aussieht, vielleicht ob es sogar besser aussieht. Apropos, warum ist die Lampe hier aus? So sieht das Bild nämlich gleich wieder besser aus durch ein kleines Licht. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass man natürlich eine gute Audioqualität und eine gute Bildqualität braucht. Aber ihr ein genauso gutes Video auch mit einer guten Story erzählen könnt, beziehungsweise mit einer guten Story erreichen könnt. Denn es gibt viele YouTuber, die setzen sehr viel mehr auf das Storytelling und weniger auf die Videoqualität, als ich das zum Beispiel mache. Und daran muss ich halt ein bisschen üben, ne? Beziehungsweise daran muss ich einfach besser werden, dass meine Videos von der Story-Seite her einfach wieder interessanter werden und euch noch einen größeren Mehrwert bieten. Naja, und das ist der Punkt, an dem ich auf jeden Fall in Zukunft am meisten arbeiten werde, dass ich besser werde im Storytelling, denn mir macht das hier alles unwahrscheinlich viel Spaß. Also wirklich, es macht mir Spaß, vor der Kamera zu sitzen, mein Wissen zu teilen in Richtung Video und Fotografie, mit euch in den Kommentaren ein bisschen zu hin und her zu schreiben, was so abgeht quasi, und einfach meine Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren dann gemacht habe, zu tauschen. Außerdem gucke ich gerne zum Beispiel in den Statistiken von YouTube, wie meine Videos selber performen und so weiter. Also es macht mir einfach Laune. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was ich hier die ganze Zeit übrigens in dem Video zusammengebaut habe, das ist ein Brandor. Das sorgt dafür, dass ich hier oben so ein kleines Hairlight habe. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Ich baue es dafür dann einmal ab. Ist eine kleine neue Einheit, die ich einfach ausprobiere, denn davor hatte ich immer dort oben in der Ecke als Hairlight eine Octabox, eine 90 cm große stehen, beziehungsweise unter der Decke hängen. Und ich wollte jetzt hier das nochmal ausprobieren, denn über dieses Brandor kann ich tatsächlich das Hairlight ein bisschen besser steuern, als ich es mit der Octabox machen kann. Außerdem sah dann in der Octabox, hatte man hier immer so ein, in den älteren Videos, immer so einen kleinen Fleck noch im Bild zu sehen, im Bild zu sehen, der mir einfach nicht so gut gefallen hat. Das ist hier heute irgendwie ein kleines, konfuses, durcheinandermäßiges Video gewesen, aber ich hatte auf jeden Fall Lust darüber zu erzählen, warum ich so viele Abonnenten unter anderem habe und was so meine größte Schwäche ist, gerade in diesem Bereich Videografie und so weiter. Also wenn es euch gefallen hat, klickt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Anregungen oder sonstiges habt, Fragen zu dem ganzen Thema, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, klickt den Daumen nach oben alleine für den Algorithmus. Und wenn ihr mehr in die Richtung Foto und Videografie sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Das nächste Video wird hoffentlich nicht so ein Durcheinander wie dieses hier. Jetzt würde ich sagen, Peace, macht's gut. Wir sehen uns nächsten Sonntag, hoffentlich um 18 Uhr hier auf meinem Kanal wieder. Ich wünsche euch was.